So, guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneuren beibringen, wie sie sich authentisch auf dem Markt positionieren, kontinuierlich ideale Kunden gewinnen und ihre Expertise zu einem erfolgreichen und vor allem ein entspanntes Business machen. Und heute bin ich im Gespräch mit Katharina Siegelbauer. Wir machen gleich eine Kundenstimme. Katharina, guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Shalia, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Danke. Katharina ist eine Expertin auf einem Ernährungsbereich und vielleicht magst du selber, Katharina, dich vorstellen, erzählen, wo du lebst, was du machst, womit du deinen Kunden überhaupt hilfst. Okay, ich bin in Wien zu Hause und bin Ernährungsberaterin nach der traditionellen chinesischen Medizin. Helfe meinen Kunden und Kundinnen, ihre spezifisch für sie passende, optimale Ernährung zu finden, die eben speziell auf ihren Typ abgestimmt ist. Und dazu verwende ich eben die alte Weisheit, das alte Wissen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und das ist ganz wunderbar. Ja, und Katharina, du hast drei Schwerpunkte in deiner Arbeit, die sich durch deine Hauptprogramme wieder darstellen, in deinem Online-Auftritt zum Beispiel. Das eine ist dein großes Flagship-Programm mit Trust Your Body. Und ich, als ich das erste Mal gesehen habe, bevor ich dich überhaupt kennengelernt habe, habe gedacht, ja, das geht darum, ein Vertrauen zu seinem eigenen Körper zu finden, im Zusammenhang mit dieser Ernährungsrichtung, die du lernst, und voll und ganz sich wieder zu spüren, so in die Richtung. Du korrigierst mich nachher, wenn ich falsch liege. Dann hast du einen Schwerpunkt mit dem Bereich Neurodermitis, also für Menschen, diejenigen, die Ernährung einsetzen möchten, zusätzlich zu Achtsamkeit, um eine Verbesserung in ihrem Hautbild zu erreichen. Und du hast auch die Zielgruppe von Müttern und Kindern, die ebenfalls sehr darauf achten, dass ihr Kind das Richtige geben. Und habe ich das richtig wieder dargegeben? Das hast du ganz wunderbar zusammengefasst. Und ich möchte noch dazu sagen, Neurodermitis ist eben das, woher ich komme. Also das war mein Zugang zur TCM-Ernährung. Ich hatte selber sehr lange stark Neurodermitis und das war das Erste, was mir wirklich geholfen hat und war dann auch der Auslöser für mich, die Ausbildung zu machen im zweiten Bildungsweg. Und heute ist meine Haut wunderschön und es ist für mich das Schönste zu sehen, dass meine Klientinnen wirklich auch wieder eine schöne Haut bekommen, vom Juckreiz wegkommen und so weiter. Und mit den Kindern, ich habe selber zwei Kinder und bin dadurch auch auf diese Ernährung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, die erste Beikost, da gibt es viele Fragen und da habe ich auch einen Kurs dazu, genau. Und Trust Your Body hast du ganz super gesagt, genau, Vertrauen in den eigenen Körper haben, das ist es. Ja, also siehst du, also ich habe aufgepasst die letzten 6 Monate und ich merke mir das auch deswegen, weil Katharina einfach leidenschaftlich dabei ist, diesen Zielgruppen mit ihrem Wissen zu unterstützen. Und ihr hört es vielleicht schon heraus, liebe Zuhörer, dass Katharina ist gut positioniert. Sie hat ein klares Fachthema, sie hat klare Zielgruppen, die sie mit ihrem Angebot anspricht. Und du wirst dich vielleicht fragen, wozu ist sie zu dir gekommen, Shalia, überhaupt? Weil eine meiner Hauptthemen ist Positionierung. Und als du zu mir gekommen bist, warst du bereits sehr klar positioniert. Und nicht nur das, es war auch so eine Ausnahmesituation für mich. Katharina, ich habe es dir, glaube ich, von Anfang an wiedergespiegelt. Du hast eigentlich schon vieles, fast alles gewusst. Also Katharina ist eine erfolgreiche Unternehmerin, die eine große E-Mail-Liste hat, die sie regelmäßig mit ihrem Marketing bedient. Sie tut sich ziemlich leicht, neue Kunden an Bord zu bringen für ihre Programme. Sie ist auch, wie ich sie erlebt habe, von Anfang an ein sehr geerdeter Mensch, die relativ eigentlich entspannt ist von Haus aus. Und ich wusste nicht, was mache ich mit dieser Frau, als sie bei mir in diesem Coaching gelandet ist. Sie war nämlich über unseren Enrollment-Coach Simone Förster ins Boot gekommen. Und ich musste erstmal ein Gespräch mit ihr machen, um überhaupt das zu erfahren. Und deswegen die Frage an dich, Katharina. Why? Warum bist du überhaupt ins Coaching gekommen? Was war deine Ausgangssituation? Und warum wolltest du mit mir zusammenarbeiten? Ja. Naja, ich habe dich schon mehrere Jahre, wie das oft so ist, einfach so am Rande verfolgt und habe mir gedacht, das ist eine nette Person, das gefällt mir, was sie macht. Und
war einfach schon auf der Suche, ich habe schon früher ein anderes Business-Coaching gemacht, war auf der Suche nach jemand Neuen, einfach weil ich sehe, dass ich oft einfach in meiner eigenen Blase so verfangen bin und diesen Blick von außen haben wollte, diesen Blick von außen, einen frischen Blick auf mein Business, auf mein Modell, auch zu sehen, wo stecke ich vielleicht fest und vor allem, wie kann ich weiterkommen. Also das stimmt, ich war schon auf einem guten Weg und habe alles sozusagen die Prinzipien des Online-Marketings umgesetzt gehabt und habe mich da auch sehr sicher dabei gefühlt. Aber ich wollte noch weitergehen. Ich wollte auch noch mehr Geld verdienen. Das war auch ein Grund. Ich habe gedacht, wie komme ich jetzt sozusagen von meinem eh schon ganz guten Einkommen noch einmal sozusagen auf die nächste Stufe. Ich hatte viel Ehrgeiz, gerade in der Phase, wo ich dich dann kontaktiert habe. Ich wollte einfach noch weiterkommen. Ich wollte noch mehr und ich wollte den Blick von außen, ein richtig professionelles Feedback auch auf mein Marketing haben und einfach neuen Input haben. Ja. Ja, und so erinnere ich mich auch und dann dachte ich mir, okay, gut, also sie will mehr Geld verdienen, ich helfe sie dabei. Und doch tatsächlich über die letzten 6 Monate hat die Zusammenarbeit, ich würde sagen, eine überraschende Wende genommen, weil diese ursprüngliche Idee, den Umsatz zu erhöhen, und wir haben begonnen, so ein bisschen in die Richtung zu schauen, aber das hat gar nicht so lange gedauert, aus meiner Erinnerung jedenfalls heraus, wo dieses Wachstum oder dieses noch mehr Geld verdienen quasi auf Englisch würden wir sagen, it took a backseat to other priorities. Also es wurde, die Priorität hat sich verschoben auf andere Dinge. Und vielleicht hast du Lust, darüber ein bisschen was zu sagen. Ja, das war genau so. Also und das hat, ich glaube, der Hauptwechsel hat da stattgefunden in meinem Mindset, wie ich bei dir war zu unserem, also da war ich bei dir in Eppstein. Genau, hier quasi im Wohnzimmer neben dem Balkon. In unserem Intensiv-Coaching. Ja. Und da sind wir einfach so bestimmte Bereiche durchgegangen und unter anderem eben auch das Geld und wie wichtig ist mir das Geld und warum ist es mir wichtig. Und du hast mir einfach einen ganz einen neuen Sichtwinkel eröffnet, der für mich am Anfang nicht leicht war anzunehmen. Und zwar einfach dieses sich hinein entspannen, so wie es ist es gut. Und es ist gar nicht so leicht, das so schnell zusammenzufassen, aber mir ist bewusst geworden, dass ich sehr viel aus Angst gehandelt habe. Ich habe aus Angst ich habe gedacht, ich muss mir immer diese Ziele setzen, die müssen immer höher werden. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich auf Null zurückfallen und dann wird mein Business zusammenbrechen. Also es war nicht wirklich, ich habe zwar auf dich entspannt gewirkt und ich bin natürlich prinzipiell schon damals auch entspannt gewesen, aber innerlich hatte ich doch noch dieses Festhalten, dieses Puh, das kann alles zusammenbrechen, diese Angst eigentlich. Und das ist mir erst bewusst geworden bei diesem Gespräch mit dir, hoppala, das ist ja gar nicht, weil es jetzt so viel Spaß macht, mir diese Ziele zu setzen, sondern es ist einfach, weil ich Angst habe auch, dass wenn ich das nicht mache, dass dann alles zusammenbricht und wenn es nicht immer größer wird, dann bin ich vielleicht eine Versagerin. Also das waren schon so, es hat mir noch einmal eine tiefere Schicht eröffnet, was in mir so im Unbewussten so vorgegangen ist. Und das ist mir bewusst geworden und dadurch hat es dann innerhalb der nächsten Wochen, nachdem ich dann bei dir war, in mir wirklich so ein Prozess eingesetzt, wo mir das Ganze plötzlich nicht mehr so wichtig war und ich viel mehr einfach wirklich wieder meiner Freude folge. Und das ist, glaube ich, mein Hauptgewinn aus unserer Zusammenarbeit für mich, ganz wirklich in diesem Vertrauen gefestigt zu sein. Es geht immer weiter und auch wenn ich mal weniger verdiene, dann verdiene ich wieder mehr. Es ist aber auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist das zu tun, was mich begeistert. Jetzt zu leben, das, was mir jetzt Freude macht. Und natürlich, ich verdiene eh schon damit Geld. Das passt ja eh schon alles. Also einfach noch mehr in die Entspannung, ins Vertrauen reinzugehen. Ja. Da würde ich super gerne, wenn es für dich in Ordnung ist, Katharina, ein bisschen reinzoomen auf diesen Unterschied, weil ich glaube, ist es für viele nicht so offensichtlich oder so bewusst, was da passiert. Und du hast es genau auf den Nagel, auf den Kopf getroffen, wo du gesagt hast, ja, ich habe nicht die Ziele gesetzt, weil es mir Spaß gemacht hat, sondern aus Angst heraus. Und das ist ein Grund,
wirklich einen Unterschied macht. Also wenn man irgendwie eine Sache angeht, weil man einfach sagt, ja cool, das könnte cool sein, lass uns anschauen, wie man den Umsatz generieren könnte. Und das ist eine Haltung. Und die andere Haltung, die du beschrieben hast, ist diese eher angstgetriebene Haltung. Was war dein Erlebnis in der Zeit als Unternehmerin, als du unbewusst aus dieser Haltung heraus dein Geschäft gemacht hast? Also was hat das mit deinem Alltag gemacht, mit deinem Gefühl? Also wie war das Erlebnis dann, während das am Laufen war? Also konkret war es einfach so, dass ich nicht mehr so oft meine Zahlen gecheckt habe wie vorher, sondern das einfach ein bisschen laufen habe lassen und gesehen habe, okay, auch wenn ich nicht drauf schaue, so viel wird es trotzdem mehr und ich verdiene trotzdem Geld, auch wenn ich mich jetzt nicht ständig so dahinter klemme und alles kontrolliere und alles unter meiner Kontrolle habe. Also dass es funktioniert, auch einfach zu vertrauen. Und dann habe ich konkret auch erlebt, dass ich meine Pläne erstens geändert habe, und zwar mit gutem Gewissen geändert habe von meinen Projekten, die ich vorhatte, meinen Kursen, meinen Workshops, dass ich da einfach viel mehr mich getraut habe und dass ein viel besseres Gefühl war, einfach zu überlegen, was macht mir jetzt gerade Spaß, worauf habe ich jetzt gerade Lust, versus was könnte mir das meiste Geld bringen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, wie ich das gemacht habe, okay, da waren dann plötzlich viel mehr Teilnehmer bei dem Projekt als bei den anderen, viel mehr Käufer, obwohl ich da gar nicht darauf fokussiert war, sondern ich war auf die Freude fokussiert und das hat mir noch einmal mehr gezeigt, dass das eben auch das ist, wo dann das Geld sowieso automatisch kommt. Man muss sich nicht extra so festklammern. Ja, und das, was du sagst, ich finde, das ist so schön beschrieben, Katharina. Es ist sowas wie ein inneres Shift, der stattfindet. So, vorher war mein Respekt bei dem, also den Umsatz im Vordergrund und was muss dann passieren damit? Und dann, jetzt ist der Respekt bei der Freude, bei einem wunderbaren Leben, den Genuss. Und okay, wenn ich der Freude folge, was ist dann? Was würde ich dann entwickeln? Und ich habe häufig das erlebt, vielleicht hast du das auch so gesehen, Katharina, in dem einen, wo der Umsatz im Vordergrund steht, entsteht häufig so, ich muss dieses Projekt, ich muss diese Anzahl von Teilnehmern, ich muss dieses Art von Marketing machen, sonst funktioniert es nicht. Und wenn man in dieser Freudespur unterwegs ist, da fallen ganz viele Ich-muss-Sachen einfach weg. Man muss einfach nur die Dinge machen, die einem zusprechen. Wie hast du das gesehen? Genau. Ich muss dazu sagen, vielleicht für alle, die jetzt noch eher am Anfang sind, die sich das anschauen beim Business, ich meine, natürlich hat das bei mir auch schon vorher ein paar Jahre, war das schon ein Prozess, wo mir bewusst war, eben, ich kann selber bestimmen, was ich mache und ich bin immer mehr dorthin gekommen. Das heißt, ich glaube, es ist nicht so leicht, wenn du ganz neu anfängst, das sofort. Das möchte ich nur sagen, weil das vielleicht sonst so überwältigend wirkt, dass man das sofort so in die Freude. Ja. Also ich war natürlich schon auch vor einem Jahr, vor zwei Jahren am Weg, das zu machen, was mir Freude macht. Und einfach mir bewusst zu machen, und das finde ich auch so ganz schön gesagt, ist gerade, wir sind selber unsere Bosses, wir können bestimmen, was wir den ganzen Tag machen. Und das ist auch schön, das ist auch das Schöne am Selbstständigsein, finde ich. Ich kann selber bestimmen, ich muss gar nichts, genau. Und ich glaube, das Coaching bei dir war einfach noch einmal so ein Stupser in die richtige Richtung. Aber ich glaube, ich war natürlich schon innerlich ein bisschen sozusagen vorgekocht, oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also. Ja. Aber es war noch einmal so, okay, ich muss nicht einmal Ziele setzen, ich muss nicht mal Pläne machen. Ja. Das war nochmal der nächste Schritt, weil wir immer schon sehr auf Planen und Ziele setzen. Ja. Auch wenn das auch teilweise natürlich Spaß gemacht hat. Ja. Also, oder es gar keinen Spaß gemacht hätte, aber ich bin nur eben durch dich jetzt draufgekommen, dass das schon einfach noch eine bestimmte Angst dabei war. Und die habe ich jetzt das Gefühl, habe ich jetzt noch einmal ein Stück weit überwunden. Ja, ja. Ich weiß, dass es nicht immer wieder kommt, aber. Ja, und das, was du ansprichst, also zwei Dinge möchte ich da aufgreifen. Das eine ist diese ursprüngliche Phase, also wenn man ganz am Anfang unterwegs ist und vielleicht überhaupt ein Geschäft zum ersten Mal aufbaut, zum zweiten geht man vielleicht von einem Offline-Bereich in einen Online-Bereich, da entsteht eine große Lernkurve, wo man sich viel aneignet und vielleicht einiges tut, weil man einfach den Ehrgeiz hat, das zu lernen und das zu können.
das ist auch total in Ordnung so. Und da werden vielleicht immer noch Dinge in unserem Geschäft geben, die wir einfach machen müssen. Ja, klar, dass man immer noch seine Steuerberichterstattung abgeben muss und all diese Dinge. Aber das, was du sagst, so, man kann ohne Ziele nach vorne gehen, man kann mit Ziele nach vorne gehen, man kann ohne Plan nach vorne gehen, man kann mit Plan nach vorne gehen. Also für mich ein persönlicher Bewusstseinsschiff, den ich in den letzten Jahren hatte, ist einfach, es gibt keine fixe Regeln. Man kann seine eigene innere Weisheit folgen und mal sind Pläne und Ziele angesagt und mal sind sie gar nicht angesagt und ist es einfach mal ein Buchschreibprojekt angesagt, was du zum Beispiel dieses Jahr im Mai, glaube ich, war das, hattest du das Buchschreiben, oder? Und dass auch da keine Regel ist, dass vielleicht entwickelst du Lust in 3 Monate irrsinnig hohe Ziele zu setzen und Pläne wieder anzugehen, aber die Freiheit besteht ja, die eine oder andere Richtung zu gehen. Genau, ja, genau. Mhm. Ja, ja. Was steht für dich als nächstes an, Katharina? Was ist bei dir los? Was kommt in nächster Zeit? Was sind Projekte, woran du arbeitest? Ich glaube, jetzt kommen einmal lange Sommerferien, langer Sommerurlaub. Ja. Das genieße ich auch, das ist auch eine Freiheit, sich einfach auch mal ein paar Wochen ganz frei zu nehmen. Ja. Ich habe auch meine Assistentin seit jetzt 2 Jahren schon und dadurch weiß ich, dass meine Tagesgeschäfte in guter Hand sind. Und das ist auch irrsinnig befreiend einfach. Ich muss nicht immer da sein, ich kann das mal lassen. Und normalerweise habe ich dann nach diesem Urlaub im September, habe ich dann sehr viel Energie und dann gehe ich neue Projekte an, da habe ich schon ein paar Ideen im Hinterkopf, da erscheint dann mein neues Buch, die Richtig Essen für die Leber, also ein Printbuch beim Kneipp Verlag, im Buchhandel, und dazu mache ich dann vielleicht einen Kurs dazu, wenn ich Lust habe, schauen wir mal. Ja. Ja. Das steht an. Und was ich auf jeden Fall mitbekommen habe bei dir, Katharina, ist, dass auch immer dieses Bewusstseinsarbeit beziehungsweise dieses Achtsamkeit immer mehr auch in deine Ernährungsbereich mit reinkommt. Magst du dazu ein paar Worte sagen, warum das gekommen ist und was dir wichtig ist? Ja, das stimmt. Also das ist einfach, habe ich selber in den letzten Jahren mich selber damit beschäftigt, mit Achtsamkeit, mit dem Buddhismus auch, mit der Philosophie, die dahinter steckt, mit dem. Und natürlich bei der Ernährung, die Ernährung hängt sehr eng mit unseren Gefühlen zusammen. Wir essen nicht nur, weil wir satt werden wollen, sondern wir essen auch, weil wir einsam sind, weil wir uns ärgern, weil wir gerade traurig sind, warum auch immer. Also Trost essen, das hat so viele Faktoren, die da eben mit der Ernährungsberatung alleine nicht abgedeckt werden können. Und deswegen nehme ich immer mehr auch den Faktor der Achtsamkeit. Und ich habe gerade einen Facebook-Kurs dazu gemacht, TCM und Achtsamkeit. Das ist sehr gut angekommen und ich merke, dass es den Leuten wirklich auch weiterhilft. Und mir ist immer so wichtig, ganz konkret den Leuten zu sagen, was kann ich, kleine Schritte, ja, es muss gar nichts Großes sein, um wirklich ein erfüllteres Leben zu haben, um mich wohler zu fühlen, um mehr aus meinem Leben zu machen. Das ist mir ganz wichtig, ja. Mhm. Ja. Ja, absolut. Ja, sehr schön, Katharina. Wo kann man dich online finden? Ich habe die Adresse vorweg nicht erwähnt, wollte jetzt an dieser Stelle das machen. www.ernährungsberatung-wien.at. Dort habe ich einen sehr ausführlichen Blog, wo man sich zu allen Themen der Ernährung nach TCM informieren kann mit Rezepten und so weiter. Dann bin ich auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube, wo man will. ja. Ja, und das Schöne bei Katharinas Arbeit ist, auch wenn sie in Wien angesiedelt ist, die meiste Arbeit, die sie macht, ist online, in ihren Online-Kursen, egal ob auf Facebook oder anderen Medien, wo sie hält. Das heißt, egal ob du in Deutschland, in der Schweiz oder ganz woanders in Österreich bist, du kannst wirklich in den Genuss von Katharinas Wissen kommen. Und da ist, wie sie gesagt hat, also jede Menge schon online zur Verfügung. Also guck unbedingt hin, wenn du dich für dieses Thema interessierst. Herzlichen Dank, Katharina, dass ich... Ich muss dich nochmal unterbrechen, weil ich wollte noch unbedingt sagen, was ich auch so an dir schätze und warum ich eine Zusammenarbeit mit dir unbedingt empfehlen würde. Ach so, ja, bitteschön. Natürlich, das fehlt ja noch, oder? Ah, klar. Ja, komm, bitte. Das ist auch das, was mich zu dir geführt hat. Einerseits deine Irrsinnig und was dich einfach bestätigt hat, dadurch, dass ich dich jetzt kennengelernt habe, ist einfach deine sehr, sehr warmherzige, liebevolle Art,
Das heißt, man muss dich nie fürchten, wenn man mit dir wieder ein Gespräch hat, weil man irgendwas nicht gemacht hat, oder, sondern du bist einfach so, du nimmst an und du bist so liebevoll und es ist irrsinnig angenehm. Und gleichzeitig hast du aber eine irrsinnige Kompetenz an Marketingwissen etc. etc., Positionierung, alles was du sagst, und kannst immer neue Feedbacks zu allen, also immer neue Inputs geben. Und diese Mischung weiß ich wahnsinnig zu schätzen, und deswegen möchte ich wirklich für alle weiterempfehlen, weil das ist einfach eine super Mischung, finde ich. Eben nicht nur dieses Weiche, sondern eben auch dahinter dieses wirklich diese harten Fakten und diese, das viele Wissen, was du wirklich hast. Das ist super. Das wollte ich noch unbedingt sagen. Das ist nett, dass du das sagst, Katharina. Ich habe mich heute total in dem Außenbereich verloren und überhaupt nicht in die Richtung geschaut mit den Fragen. Danke, dass du das nochmal einbringst. Das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank auch von meiner Seite für deine liebevolle Art und für die tolle Zusammenarbeit. Und ich wünsche dir einen irrsinnig schönen Sommerurlaub. Alles, alles Liebe und Gute auf deinem weiteren Weg. Und wir sind ganz sicher in Kontakt. Kommst du eigentlich im August zu dem 3-Tages-Workshop mit dem Trichter? Nee, da bist du nicht dabei. Oh, schade. Da bist du im Urlaub, ja. Ja, kannst du dich für die Aufzeichnungen anmelden, falls du dich später anschaust? Liebe Grüße auch in deine Familie, und wir sehen uns sicher ganz bald wieder online. Vielen Dank, Shaila. Tschüss. Ciao, danke. So, die Aufzeichnung.